Ne Mama dachte schon, ich wär mit Armin im Puff verschwunden. Das liegt voll im Trend, noch mehr als der Advent. Das ist das Event, mein Bizeps brennt. Ich esse Workout-Talent, mach das Experiment permanent. Mein Bizeps brennt, mein Bizeps brennt, mein Bizeps brennt. Workout-Talent, mein Bizeps brennt. Voll im Trend, mein Bizeps brennt. Permanent, mein Bizeps brennt. Diamond. Ja, passt. Diamond ist Diamond besser. Diamond, Diamond. Ja, aber kannst du auch singen eigentlich? Deutschrap. Deutschrap? Ja. Mach mal was. Mach mal was so. Wirklich, ohne Scheiß. Sollte nicht. Später im Club. Ja, okay. Wollt ihr da mal feiern oder wie? Ja, ja. Wo wollt ihr hin? Okay, dann hol ich meine Kamera mal. Oh mein Gott, eine Kamera? Ja, klar. Oh ja, auf YouTube, weil ohne Kamera kann ich ja nicht machen. Ich bin ja ein YouTuber. Geh mal ran, Annetje. Ja, Mama? Nein, Anne, ich bin jetzt raus. Sein Eldemisin. Ha, tamam. Okay, hatte ciao. Das ist super. Vielleicht ein bisschen unangenehm. Alles gut, nee, alles gut. Krieg ich jetzt eine Ohrfeige? Nein, ich glaube noch nicht. Also, guck jetzt. Das ist was. Ey, warte, das schneide ich sowieso nicht rein. Warte, seid ihr auch Tinder? Ja, ne? Seid ihr Tinder? Auf keinen Fall. Okay. Guck, ne? So, ich bin ready. Ey, ich bin ready. Ich bin ready für euch. Ey, ich bin ready. Mana gel, gel, gel. Ya mana gel, gel, gel. Ya mana sev. Sağ sola bakma. Was geht ab, liebe Freunde? Ja, Mann hier, ja, Mann ist die Squad, ja, Mann ist überall. Heute sind wir wieder mal in Mannheim, da ich hier selbst aus Monnem bin. Ich bin Monnemer. Verstehe ich, was ich meine? Allah. Ja, einfach, ich liebe diesen Stadt. Auf jeden Fall, I love you, 6-8 Monnem, 6-8er, liebe Freunde. Erstmal liebe Grüße an meinen Kameramann wie immer, Depo Graf in der Haus, der ist gerade hinter der Kamera. Ich danke dir, Bruderherz, I love you, dass du immer da bist und du wirst auch immer da sein und ich für dich, ja, ganz einfach. So, auf jeden Fall, was wir heute vorhaben, ganz ehrlich, wir nehmen heute die Monnemer Hops. Wie? Mit drei Fragen. Ich werde dir eine drei Fragen stellen, ganz einfach, schöne Fragen. Die werden mir Zahlen hergeben, zum Beispiel 60, 30, 40, 50 und dadurch kriege ich einfach deine ihr Handynummer raus. Frag nicht wie, schaut einfach zu, ganz einfach würde ich sagen, am Ende des Videos, wer weiß, vielleicht werde ich euch diesen Trick zeigen. Wir fangen jetzt schon mit der dann direkt an, ich werde ihr drei Fragen stellen und wenn ich die Nummer nicht rausfinde, kann sie mir eine scheuern. Direkt vor der Kamera. Nein, das mache ich öffentlich. Hier, Faust, hier. Nein, Ohrfeige. Nein. Ohrfeige. Nein. Oh, ich bin ein Mann, ein aber Wort. Es ist Eif. Nein, nicht Eif. Wenn ich sage, du darfst, dann darfst du es. Mach ich aber. Okay? Ich mach hier. Nein, doch. Du gibst mir nur Ohrfeige, doch. Falls ich nicht rausbringe, okay? So, ich werde dir nur drei Fragen stellen. Okay. So, dafür brauche ich aber mein Handy natürlich und meinen Taschenrechner. Ich weiß meine Nummer nicht brauche. Ja, egal, kein Ding. Ich muss hier halt rechnen und so. So, ich werde dir jetzt drei Fragen stellen. Okay? Ja, fang mal an. Nein, Mathematik oder so, ne? Nein, 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 alles gut. Wie heißt du? Sarah. Also okay. Mit Z-A-R-A. Okay. Woher kommst du her? Ludwigshafen. Aus Ludwigshafen. Okay. Viele Grüße an Ludwigshafen, würde ich mal sagen. An unsere pfälzischen Freunde da, ne? Lea. Lea? Freut mich. Mercedes. Mercedes? Wirklich jetzt? Ja. Mercedes? Ja. Geil. AMG? Nein, ich mag lieber JDM. JDM? Okay, auch gut. Nice. Ich bin eher zwar der BMW-Fahrer, aber naja. Auf jeden Fall Mannheim, ne? So, die nächsten Passantinnen hier, liebe Freunde. Wir haben einmal die. Bishra. Und Zeynep. Und Zeynep. Elli. Elli, freut mich. Elli aus? Ludwigshafen. Okay. Amanda. Christina. Katharina. Katharina, alles klar. Ihr kommt aus? Heilbronn. Alle drei zusammen? Ja. Ich
Pass. Du nicht, du? Lampertheim. Lampertheim, okay, hier direkt bei uns in der Nähe. Nice. Ja. So, drei hübsche Damen. Wir haben einmal die... Demante. Demante? Demante. Demante. Krass, aus? Litauen. Litauen. Und hier? Umgebung? Aus, Mannheim. So, aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe, okay, cool. Du? Ich bin die Sina. Die Sina. Bisschen lauter Sina, wenn es geht. Okay. Sina. Okay, kommst du aus? Ich komme auch aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe, okay. Und du? Najla. Najla, also aus so Karlsruhe. Wie Najla? Ja, so wie Najla in, auf Türkisch, ja. Najla. Aber schöner Name. Dankeschön. Auch aus Karlsruhe? Ja. Okay, super. Und dürfen wir das Video auch verwenden? Ja. Ja? Wir hoffen es. Ja? Ja? Ja, eben schon ja sagen? Ja? Okay, ja, alles klar. So, ich würde euch dann drei Fragen stellen, okay? Ich habe meinen Taschenrechner rausgeholt. So, mit drei Fragen kriege ich eure Nummer raus. Falls nicht, dürft ihr mir eine reinschlagen. Okay. Let's go. Let's go, okay. Also, dein Lieblingszahl? Meine Lieblingszahl? Ja. 18. 18, guck. Das mache ich vor dir und vor der Kamera. 18 hast du gesagt, aha, ne? 18 mal. Wie alt ist deine Mama? 48. 48. Vor der Kamera wieder. Der Fotograf nimmt auf. 48 mal. Wie alt bist du? 18. 18. 18. Okay. Ja. War das die zweimal dieselbe Frage? Ja. Okay, dann machen wir es so. Egal. Dann machen wir die vierte Frage draus. Nein, das war ja Lieblingszahl. Ja. Okay, jetzt sag mal, wie alt dein Papa ist. 51. 100 pro? Ja. Safe. Safe. Safe, safe. Safe, safe. Okay. 51. 51 mal genommen. Jetzt drücke ich auf ist gleich, ja? Ja. Okay, jetzt ist so eine Zahl rausgekommen. Ja? Hast du es drauf, Bruder? Ja. Alright. Siehst du es? Ja. Du kannst auch gerne zuschauen. Ja? So. Jetzt tipp mal bitte, geh mal auf Telefonbuch. Ja. So. Okay, jetzt tipp mal bitte diese Zahl. Jetzt bin ich mal gespannt, okay, ob ich drauf war. Okay, so, zeig mal bitte vor die Kamera. So, auf jeden Fall haben wir jetzt genau die exakt die Zahlen eingetippt. Nur mit einem 0 davor, ja? Weil das ja ein Handy ist. Und drück mal jetzt bitte auf den grünen Balken. So, dreh mal um. Beide zusammen. Ist das deine Nummer? Am Ende mit irgendwas. Ja, ja? Warte mal. Hä? Warte mal. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Natürlich, wir sensieren, ne? Also ist das jetzt deine Nummer? Ja. Am Ende mit 77, das kann ich dir sagen. Ja? Ist es? Ja. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, jetzt habe ich deine Nummer. Hä, wie hast du das du gemacht? Du ladst deinen Freund ein. Ich lade euch auf einen Kaffee trinken, ja, dann erzähle ich euch, wie ich es gemacht habe. Okay? Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, ich mache das mit jedem. Du weißt, was du jetzt sagen wirst. Ja. Was willst du sagen? Lösch meine Nummer. Naja, das sowieso. Was denn? Deine Nummer, guck, ich lösche sogar direkt vor deiner Augen. Ja, alles gut. Naja, direkt gelöscht. Zack. Okay? Auf jeden Fall. Hat es dir gefallen? Ja. Okay. Und wie habe ich es jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Okay, sehr gut. Das bleibt auch ein Geheimnis. Dann würde ich sagen, ich zähle bis drei. Wir sagen 1, 2, 3. Ja, Mann, ist die Squad. Okay, dreimal oder einmal? Einmal. Okay. Mit Mercedes-Benz fangen wir an. Nimmst du übel, ne? Alles gut. Alles gut, okay. So, dann würde ich sagen. Grün ist besser, gell? Außer ja, die Blitz-App. Ohne Scheiß ist so, wirklich. Ja. So, Lieblingszahl: 89. 89. Okay. So. Und deiner? 3. 3. Okay. Wie alt? 21 immer noch. 21, ja. Ja, die davor wussten es ja nicht. So, du? 19. 19. Ich darf euch ja duzen, oder? Ja. Okay. Ausnahmsweise, aber was? Nein, na klar. Ja. Dankeschön, vielen lieben Dank. Und zwar, wie alt ist Mama? 59. 59. Das mache ich natürlich vor eure Augen. Und deins? Weiß ich nicht. Okay. Ungefähr, ja, rate mal. Ich weiß, wie alt mein Auto ist, aber nicht, wie alt meine Eltern sind. Ungefähr. Gib mal Daumen.
50er. 50? Oha, noch nicht so alt, 43. 43? I think yes. Ja? Okay. 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 Lieblingszahl? 38. 38. Oh, 6, kann ich nicht. Deine, kann ich nicht. 21. 21? Mhm. Sag mal. Wie alt Mama? Annen? Ich zahle 49, glaube ich. Maschallah, wie viel? Warum nicht? Nein, warte, 1973 ist sie auf die Welt. Na Mama, warte, meiner ist 1970, 51, dann ist sie wahrscheinlich. Aber sie hat erst im November Geburtstag. Also, okay. Die hat noch nicht Geburtstag gehabt. Sagen wir mal 53? Nein, so alt ist sie nicht. Dann, mein Vater ist 50. Okay, 47. Ja, genau. 47. Ich glaube schon. Okay. Okay. Und deiner? 46. 46. Okay. Wie viele Geschwister seid ihr? Also wir sind zu dritt. Zu dritt, tamam. Ich keine. Du Einzelkind? Mhm. Okay. So, alles mal genommen, ja? Jetzt macht einer von euch ein Handy raus. Habt ihr das iPhone oder was habt ja, ihr? IPhone. Okay. So. Oder jetzt, damit du auch siehst, ne? Damit keiner was denkt. Jetzt drücken wir auf ist gleich. So. Jetzt gehst du bitte auf Telefonziffer. Mhm. Okay. Da das ja ein Handy ist, gehst du mit 0 davor. Und tippst genau die Zahl ein. Alles? Ja. Okay. Außer die Punkte halt. Und jetzt drück mal auf den grünen Balken bitte. Auf den grünen Balken? Genau. Und jetzt? Hey, jetzt hast du meine Nummer. So, es ist jetzt deine Nummer am Ende. Ja? Ist so, wirklich. Ja. Okay. Ja. Ja, gell? Aber du hast am Anfang irgendwas getippt. Genau, das ist ja halt für mich schon vornherein eine Rechnung gewesen, deswegen. Was für eine Rechnung? Ja, das ist ja meine Rechnung. Also, seid ihr eigentlich gut, Mathematik? Ja. Ja. Wie gut? Zweierbereich. Zweierbereich? Okay, sagen wir mal so, was für ein Abschluss? Wie, was? Fachabi. Fachabi? Machen wir auch, also Fachabi. Okay, ja, normalerweise solltet ihr eigentlich schon gut sein, ja? Wir sind Schreiber. Ja, ist doch schön. Ist so, wirklich. Ja. Aber das war jetzt deine Nummer, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, guck mal, ich mach's auch für euch, damit ihr jetzt nicht denkt, hey, wird der jetzt rumstalken oder um Gottes Willen. So, guck mal, damit ihr auch einen guten Gewissen hast, ja, und ich auch. Dann machen wir 43, okay? So, jetzt irgendeiner von euch holt ein Handy raus, Freunde, hier, damit ihr auch seht, ja, damit da nichts irgendwie verheimlicht wird, um Gottes Willen. So, weil das jetzt ein Smartphone ist, gehst du bitte auf Telefonbuch. Ja, genau. Einfach mal eintippen. Bist gespannt? Krieg ich jetzt eine Ohrfeige? Nein, ich glaube noch nicht. Noch nicht? Alles klar. Jetzt drück mal bitte auf den grünen Balken. Jetzt wollen wir mal nur einfach nur gucken. Aber du gehst dran, okay? Um Gottes Willen, ja klar. Okay. Also falls was sein sollte. Ich meine, ich bin mir jetzt selber... Okay, ist es jetzt deine Nummer? Deine Nummer. Ist es deine Nummer oder meine? Es ist deine. Ja, genau. Jetzt schauen wir mal. Ne? Aber guck jetzt, was ich mach. Ich bin nicht so einer, um Gottes Willen. Direkt mal gelöscht. Und das war's. Jetzt hast du somit meine Nummer eigentlich. Und? Hat's euch gefallen oder? Naja. Es war lustig am Ende. Ich dachte schon, da kommt diese WhatsApp-Momo ans Handy. Zack, löschen. Okay? Ja, im Endeffekt hast du jetzt keine Ohrfeige bekommen. Genau. Ja. So, kannst du das aber ohne diese Technik machen, wo du das diese Zahl nicht angewendet hast? Nee, diesen Technik brauche ich. Ohne Warum? Scheiß. Es ist halt für uns gut, also es ist halt, es machen, ja? Also du klärst dir so Nummern? Nee, um Gottes Willen. Oder? Warum? Abbiege! Was machst du dann damit? Ich lösche doch. Achso, aber was? Die Frage ist nur, ob du es herausfindest. Falls ich jetzt einen Fehler gemacht hätte, hättest du mir jetzt vor der Kamera eine schlagen können. Achso. Weißt du, ich mal? Ist ja ein Deal. Ganz einfach. Aber habt ihr Insta? Ja. Sollen wir euch pushen? Nee, unnötig. Einmal so? Sag mal Insta, komm. Ich Buesra 038, glaube ich. Okay, Esra 038. Also Buesra. Ah, Bu. B-U-E-S-R-A 038. Okay. Und deins? Nein, danke, ich möchte nicht. Okay, alles klar. Gerne. Aus woher kommt ihr eigentlich, wenn ich da? Mit zwei Jahren? Ja. Okay. Türkei-mäßig? Kayseri und Eskişehir. Ernst? Okay. Istanbul. Istanbul, nice. Seht ihr bunu? Avrupa yakası, karşı yaka? Kartal. Kartal, Soğanlık. Okay, cool. Ja, super. Dann würde ich sagen, ich mache das mit jedem. Ja, Mann, ist die Squad. Ich zähle bis drei. Wir sagen 1, 2, 3. Ja, Mann, ist die Squad. Nein, ja, Mann, ist die Squad. Das ist ganz einfach. Das ist so, wirklich. Ja. 1, 2, 3.
Mann ist das Wort. Jawohl, du hast es. Ja, Mann ist das Wort. Jawohl. 1, 2, 3. Ich würde dann sagen, vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt. Habt ihr Insta? Sollen wir euch vielleicht pushen oder? Ja, muss nicht. Ja, nein, ich sehe bestimmt scheiße aus ohne Filter. Um Gottes Willen, wenn du magst, wir können auch so ein Smiley irgendwie so. Nee, so ist Filter. Okay, die sollen mich. Okay, dann tut mir einen Gefallen, ich mache das mit jedem. Wir sagen, ich zähle bis 3. Wir sagen 1, 2, 3, ja, Mann ist Discord. Das ist ein Slogan von mir. Ja? Okay. Alright? We'll try. Okay, dann würde ich sagen. Okay, dann fangen wir an. Deine Lieblingszahl? 16. 16. 16, ja. Okay, und warum 16, wenn ich fragen darf? Nee, nehmen wir 15. Okay. 15. Ja. So. Wie alt ist Mama? 48. 48? Ja. Alright. Und Papa? 53. 53, alright. Also, 53, ne? Ja. So, jetzt holst du bitte dein Handy raus. Oder hast du ja schon. Und versuch's auf Telefonziffer das einzutippen, weil das ja ein Handy ist, machst du mit einem 0 davor, ohne diese Punkte. Okay, also einfach ein. Genau, also 0, 1, 6, 3, 3, 6, 9, 4, 5, 7, 4. Genau, und drück mal auf den grünen Button bitte. Jetzt wollen wir nicht damit. Ist das deine Nummer? Ja, wie hast du das gemacht? I am the one, the way your son don't need. Ist das deine Nummer? Ja. Ja? Lieblingszahl? 6. 6. Darf ich auch fragen, warum 6? Ich habe am 6. Geburtstag. Cool, am 6.6. Nee, am 6.10. Am 6.10. Okay. Ja. Okay. Cool. So, und deins? Ich habe keine. Lieblingszahl? Hast doch bestimmt irgendeinen. Schlag mal was vor. Schwierig. 2000 years later. 14? 40? Ne, 14. 14, okay. Dann tippen wir hier 14 ein. Und deins? 31. 31, also 31er. Okay. Alles klar. So, wie alt ist Mama? 45. 45, junge Mama. Auch bestimmt bildhübsch. Mega. Ja. Liebe Grüße, Mama. Ja. So. Wie heißt Mama? Marina. Marina, liebe Grüße aus Goden-Mannheim. So, und wie alt ist deine Mama? Auch 45. Auch 45? Natürlich auch bildhübsch, ne? Ja, schön. Und deins auch? Wir haben die gleiche. Wir haben die gleiche. Ernsthaft, deine Geschwister? Ja. Krass, okay, ihr seid aber voll unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Ohne Scheiß. Aber jeder sagt, wir sehen gleich aus. Ja. Jeder. Findest du? Jeder. Kann man? Ja? Also, ja. Ihr dürft gerne mal kommentieren, liebe Freunde. Kommentiert mal, liebe, bitte direkt hier an der Stelle. Mal sehen, wie viele wir da haben. Okay? Also 45, ja, vergeben. Okay, wie alt ist dein Freund? 28. 28. Tipp mir hier ein. Und deiner? 25. 25. Du bist Single? Single. Alright. Lieber Single, vertrau mir. Ja. Ansonsten ist es nur Kopfschmerz. So. Jetzt. Wer hat iPhone, Android oder Samsung? iPhone. Okay, alle, ja. So. Jetzt geh ich hier drauf. Okay, also, ja, am Ende, ne? Mit 9. Ist es deine Nummer? Das ist meine Nummer. 100%? Ja, wirklich. Kannst mich anrufen. Okay. Soll ich dich anrufen? Ja. Okay, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. So. Ist, ja. Das ist meine Nummer. Okay, krass. Cool, ne? Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich mach das auch mit jedem. Bist du erstens schockiert? Ja, ne? Ja, schon. Okay. Ich lösche die auch. Brauchst gar keine Sorge zu haben, ne? Um Gottes Willen. Ich mach das mit jedem. Ich zähle bis 3. Wir sagen 1, 2, 3. Ja, Mann, ist die Squad. Das ist mein Slogan. Das mach ich mit jedem. Ja, Mann, ist die Squad. Ist die Squad. Genau. Schön in die Kamera gucken. 1, 2, 3. So, auf jeden Fall. Du gehst auf Telefonbuch, Telefonziffer. Ja. Da es ein Handy ist mit 0 vorne dran, 01 ohne diese Punkt, einfach so ein nachtippen. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, und jetzt auf grüne Balken bitte. Okay. Hey? Das ist deine Nummer? Ja. Ja? 100%? Ja, 100%. Okay, also nice. So.
Hiermit lade ich dich nächste Woche Montag Kaffee trinken ein. Alles gut. Aber nee, ich lösche die jetzt sofort. So, jetzt seid ihr dann natürlich ein bisschen, ne, überfordert, wie ich das rausgehört habe. Bestimmt irgendeine App. Das ist immer ein Geheimnis von YouTuber, ja. So, guck, ich lösche jetzt extra auf. Damit du jetzt, ne? Um Gottes Willen, ich hab's auch nicht nötig. So, auf jeden Fall bedanke ich mich. Das war bestimmt gestellt. Nein, um Gottes Willen. Nein, das ohne Scheiß. Halt, stopp! Jetzt reicht es. Hallo, nein, nein, jetzt red ich. Ich könnte es auch mit deinem Handy machen. Ich könnte es auch mit deinem Handy machen. Weil das ist doch seine Nummer. Ja, nee, weil ich ja alles mal genommen habe. Ich hab's ja vorher auch. Abwege! Ja, aber was haben unsere Zahlen miteinander zu tun? Lass es mein Problem sein. Warte mal, Fachabi, Schule, Abschluss. Abi. Fachabi, ja. Also, Mathematik müsste eigentlich jetzt ein 1 sein. Bei euch auch bestimmt, ne? Okay. Ist eigentlich voll easy. Nur ein bisschen rechnen und nachdenken, das war's. Diamante. Diamond. Ja, passt. Diamond ist besser. Diamond. Ja, aber kannst du auch singen eigentlich? Deutschrap? Ja. Mach mal was so, wirklich ohne Scheiß. Sollte nicht. Später im Club. Ja, okay, wollt ihr da mal feiern oder wie? Ja. Wo wollt ihr hin? Wir wollten nach Stuttgart, aber es hat es ein bisschen gecancelt hier. Okay. Also ja. Nobles vielleicht. Nobles. Okay, wo geht okay, hier was ab? Kannst du uns was empfehlen? Ja, nachher. Also wenn wir hier fertig sind, okay, okay, so, Lieblingszahl? 9. 9. Warum 9? Ja, weil 9. Ja, aber warum 9? Lieblingszahl. Gibt's einen Grund? 9 macht mich geil einfach. Echt? So wie 69er oder wie? Nee. Ja, ich mein's ja nur. Ja, gut. Es gibt ja auch Leute, die 69 mögen als Lieblingszahl. So, und deiner? Die 2. Die 2. Dann machen wir die 2 mal. 25. 25. Okay. So, und wie alt? 26. 26? Du? 25. 30. 30, krass, also hätte ich nie gedacht, wirklich. So, und wie alt ist Mama? Cool, oder? Ja? Okay, also mit diesen Technik könnt ihr wirklich alle Nummern auf dieser Welt rausbringen. Ganz einfach, ganz easy. Indem ich was mache? Indem wir rechnen können. Fragen stellen, ja. Drei Fragen, und dann haben wir die Nummer raus. Wie alt die Mama ist, wie alt ja. du bist und wie alt dein Freund ist. So sieht's aus, bist du wirklich. Ja. Und das dann alles mal nehmen und dann hast du die Nummer. Nein. Also die, wo mir schon sei. Pass auf. Abwege! Verarschen. Ja doch, komm, mach, versuch's doch mal mit mir, okay? Aber ey, warte. Aber wenn nicht stimmt, dann darf ich dir so ganz einen leichten Slap. Einmal so. Nein. So ist die Abmachung. So. Ja, High Five, ja. Lass mir was einfallen, okay? So, frag 3 Fragen. Du hast Mikrofon. Jetzt machst du genau die Arbeit, was ich mache. Das ist eine schwierige Frage. Warum schwierig? 42 geworden, genau. 42 geworden? Ja. Eine junge Mama, ey. Wirklich? Wie viele Geschwister? 2. 2? Du bist die Älteste? Also nee, ich bin die Mittlere. Mittlere, okay. Genau. Also ich habe eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder. Krass, okay. Krass. Du hast gesagt 42. Genau. Mal deiner? 52. 52, nice. Junge Mutter? Meine Mutter? Ich glaube 59. Du glaubst? Ja, ich habe gerade gerechnet. Wie gerechnet? Was hast du da gerechnet? 65? 99? Was? Ey, 59? Das ist so krass, dass sie schon kennen, die Rechnung. Ich okay, kann keine wann Geburtstage und so Zahlen. Kenn ich. Das kenne ich von mir, weil ich 6, 7 Geschwister habe. Aber. Maschallah. Ja. An der Stelle wirklich Maschallah, Mama, Papa. Auf jeden Fall, ja, okay, wann ist sie geboren? 1963. 63, so, jetzt rechnen wir nach. Also, wir haben 21. Wir haben 2022, oder? Ja. 22, sorry, ich bin sogar auf 21 geblieben. ja, 22, das heißt? 59, oder? Ich guck jetzt gerade. Ich glaube 59. Falls ich mich täuschen sollte, liebe Freunde, bitte kommentieren. Ja, Mann. Okay, nehmen wir mal 59. Wir ficken uns alle danach. Stopp. Sonst kriegt ihr gleich einen auf die Schnauze. Daheim, ne? Nee, alles gut. Alles gut. Warum? Nee, ich denke nicht. Ja. Ich denke nicht. Eltern. Oh, Mama guckt kein YouTube. Wie heißt Mama? Oh, das ist besser. Lieber nicht. Wie heißt deine Mama?
Nagler, Nagler. Fängt mit F an. Mit F, F, F. Fatima. Nein. Du wirst nie darauf kommen. Das ist so ein seltener. Das, echt? Den Namen gibt's gar nicht. Ja. Die ist was Besonderes. Ja, ist ja auch alle mit da. Okay, 59. Ja. So. Jetzt nimmt irgendeiner von euch Handy raus. Weil, warum? Jetzt werden wir Riesenzahlen hier bekommen. Von mir aus alle drei. So. Ich habe auf ist gleich gedrückt, ist so eine Zahl rausgekommen, wo ich gerade alles mal genommen habe, ja? So, jetzt tippt bitte alle drei oder eine, ist mir egal, ja? Mit einem 0 davor. Nicht auf Taschenrechner, auf Telefonzifferbook. Genau. Ja. So, jetzt mit einem 0 davor, 1. Oh, ich weiß schon. Nee, eben nicht. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Ich denke nicht. Ich denke schon. Okay, aber. Und falls ich. Okay, komm, egal. Ich weiß schon, aber... Schau mal. Darf ich das laut sagen, bevor ich auf grün klicke? Wie laut? Wie meinst du das? Ja, also ich weiß es schon halt. Ich denke schon, dass ich das weiß. Also falls du jetzt, falls ich jetzt irgendwie nicht richtig bin, kannst du mir ruhig wirklich eine reinschlagen. Ohne Scheiß. Ist schon mal passiert. Ja, aber soll ich dir sagen, was ich denke, wie das ist? Wie das funktioniert, das Ganze? Drück mal erstmal auf grüne Balken. Ja, ich weiß, was dann passiert. Aber nein, du musst es mit deinem Handy an. Nein, ich muss das dir halt an meinen Zuschauer halt zeigen. Nicht deine Nummer, um Gottes Willen. Mach mir ja nicht. Wenn dann halt mal. Ich weiß ja gar nicht, was es ist. Mach mal. So, ich zeig's dir jetzt. Siehst du, hab ich doch gesagt. Ich wusste es. Ist es? Ich wusste es. Krass, gell? Krass, gell? Krass, gell? Krass, oder? Nee, was hast du, wie hast du das jetzt? Okay, an was hast du gedacht? Ja, dass du das schon eingetippt hast. Ist davor. Davor eingetippt. Das war doch aber alles auf Null. Ich hab's doch gesehen. Vielleicht hast du es irgendwie gespeichert. Ja, aber warum kommt das auf Null? Verstehst du, was ich meine? Wenn du doch Plus machst, du hast doch nicht auf Null. Null. Eben. Und da war immer wieder eine Null. Eben. Ich glaube, der hat das Screenshot da davor nie, gehabt. Nein. Ich glaube, wir sollten das Video doch nicht benutzen. Da war nie eine Null. Ohne Scheiß. Okay, wie hast du das gemacht? Ja. Ganz einfach, guck mal. Warte mal, was für einen Abschluss habt ihr, wenn ich fragen darf? Jetzt nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. Kaufmännisch, also Fachabi. Master. Ja, also, so, ne? Ihr seid ja eigentlich alle Gehobene, sagen wir mal. So. Lange her. Auf jeden Fall, ich habe einmal nur vorne rein meine Vorrechnung gemacht. Im Kopf. Dann habe ich einmal meine Zahl, ne? Einfach gemerkt und das Ganze hier eingetippt. Und dann einfach nur mal genommen, das, was ihr alles gesagt habt. Weil es muss hier irgendwie eine Riesenzahl rauskommen, wenn du sagst 59, du sagst 65, ja, du sagst 42 zum Beispiel. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin halt ein Mathematiker, ich sag mal so, nicht zwar ein Genie, aber ich liebe Mathematik. Aber du kannst am Lotto spielen. Habe ich probiert, glaub mir. Habe ich probiert, ging nicht. Das ist deswegen. So logisch, wenn der unsere Zahl einfach seine Nummer rauskommt. Aber krass, ne? Sinn. Ich schwöre, das... Krass, oder? Entweder hast du Screenshot davor gemacht, hast dann davor das drauf gemacht. Ich kann dir gerne so, wirklich. Ja. Ich kann euch gerne zeigen, ich habe gar keinen Screenshot. Irgendwie geht's sowieso. Ohne Scheiß. Aber ich danke erstmal fürs Mitmachen. Ja, habt ihr Instagram? Ja. Soll mal... Oh, das wird jetzt kompliziert. Darf ich das ins Bild zeigen? Ja, klar, bitteschön. Okay. Also, meine Lieben, passt auf. Folgt mir auf... Folgt mir auf Instagram, Demantute Grajeluke. Moment, ich zeige euch das mal. Sieht man das aber überhaupt? Kannst du auch Russisch oder? Dakila Arasho? Meine Maischpa Russgedatschut. Oh! Cool. Und? Ich glaube, man kann sehen. Also folgt mir auf Insta, Bitches. Wenn nicht, dann sehen wir uns noch. Jawohl. Ja, Mann. Voll. So, und du? Ihr könnt mir auch gerne folgen. Ja. Ich heiße dort Sina-Unso. Wie nochmal? Ich heiße dort Sina-Unso, ich zeig's gerade mal. Okay. Dort Sina-Unso. Ohne D. Okay. So, und du? Unso, nicht. Ja, egal. Du siehst mir voll eine Freundin ähnlich aus, wirklich. Ich sehe aus wie niemand. Die heißt sogar Mona, Marokkanerin. Du siehst hier brutal übelst ähnlich aus. An der Stelle liebe Grüße. Free Palestine. Jawohl, genau. Das ist das Wichtigere. Jawohl. Und dann kommt mein Instagram, Najla, Najla.esx. Perfekt, super. So. Kleinen Abschluss, was steht hier? Ja, Mann, ist die Squad? Yes. Ja, Mann. Jawohl. Ist die Squad? Ja, Mann, ist die Squad. Jawohl, ich zähle bis drei, dann schauen wir in die Kamera und sagen 1, 2, 3, ja, Mann, ist die Squad. Okay? Ja, Mann. So, ja, Mann. Aber schön laut. Tamam? Tamam. Harasho? Tamam. Jawohl. Gagdila? Wann immer bei Russen? Wenn man Sparuske tschutschut. Oh, ich liebe. Jalla, Habibi. Jetzt okay, ja. Svetlana, machen Svetl- ganz gute Preise. Oh, 30 Euro. Also da kennst du dich, glaube ich. Ja, naja.
Ja, ich weiß, ich liebe russische Pivot. So, eins, jawohl, Ostblock. Eins, zwei, drei. Ja, Mann, ist das Quad. Nochmal, komm, ein bisschen lauter. Nein, du musst mitmachen. Ganz Mannheim hat uns gehört. Okay, let's go. Eins, zwei, drei. Ja, Mann, ist das Quad. 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 Jawohl, perfekt, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, gerne. Viel Spaß euch. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Ade. Ja, auf jeden Fall, die ist, du bist, ja, die ist hübsch, ja. Bruder, ich habe mich aufgenommen. Hast du nicht aufgenommen? Bruder, du musst doch aufgenommen haben, na klar hast du aufgenommen, du Schlawinchen, du. Eieieiei, du bist so wirklich. Ja. Bock drauf in der Haus. Ja, Mann, ist das cool. Jawohl, wir sehen uns, liebe Freunde, bis später. So, liebe Freunde, vielen lieben Dank für die ganzen Supports erstmal und vielen lieben Dank, die wir alle heute mitgemacht haben. Das mit drei Fragen, damit krieg ich deine Nummer raus. Vielen lieben Dank, hoffe es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Nicht vergessen, supporten, kommentieren, liken, liebe Freunde. Wir haben die 1000 Abonnenten geknackt. Erstmal vielen lieben Dank dafür und ansonsten, hey, seid einfach Jahrmann-Squad und gut ist. Und falls ihr jetzt fragen solltet, ey, wie hast du das mit dem Handynummer gemacht? Lass es bitte mein Fall sein, liebe Freunde. Falls einer irgendwie auf die Gedanken kommt, ey, ich weiß, ihr könnt mich gar nicht erreichen, weil ich eine ganz andere Nummer habe. Ganz einfach. Und ich würde sagen, peace out. Ja, Mann, Squad, nicht vergessen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bam. Hast du eine Freundin? Oh. Das ist doch keine, ne? Ich muss dir Zahlen sagen, warum Freundin jetzt? Das war eine private Frage.